Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu diesem wunderschönen Sonntag. Und was heißt es wie üblich? Natürlich, es gibt ein Warum zockst du Video? Und ich habe mal wieder einen neuen Gast. Ich hoffe, es gefällt euch, aber bevor ich euch das Video zeige, gibt es von mir noch ein paar kleine Worte wie immer davor. Natürlich könnt ihr bei diesem Kollegen vorbeischauen und in der Videobeschreibung ist ein Link von ihm, von seinem Kanal. Geht bei ihm vorbei, würde mich sehr freuen. Schaut, was er für Projekte macht, unterstützt den Kollegen und wenn er das nur nicht bei den anderen Videos auch macht, die Teilnehmer einfach mal besucht und die auch mal unterstützt, würde mich sehr freuen. Natürlich auch die Teilnehmer würden sich dabei freuen, wenn ihr bei denen mal vorbeigeht. Von daher macht das einfach, echt cool, unten in der Videobeschreibung gleich als erstes. Und falls du auch Bock hast, an diesem Projekt mitzumachen, kannst du ganz einfach mitmachen. Schreib einfach, dass du mitmachen möchtest, kannst mich auch in Skype adden, schreib mir einfach, dass du mitmachen möchtest, mach ein Video, beantworte die Frage oder die zwei, drei Fragen, wie du willst, kannst du selber entscheiden, sei kreativ, mach ein Video, schick's mir ein, ganz einfach, höchstens 3 Minuten, kann auch kürzer sein, ist alles kein Thema und du bist bald auf meinem Kanal auch zu sehen. Und ja, was soll ich noch groß sagen, macht ein Video, wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, würde mich sehr freuen, schick's mir ein und schaut bei dem Kollegen vorbei, bei dem ich euch jetzt das Video jetzt zeige. Von daher, habt Spaß, lasst einen Daumen da, teilt das Video und bis zum nächsten Sonntag bei Warum zockst du? Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Hey Freunde und das weltweite Internet. Ich bin YPressLP und der Grund für dieses kleine Video ist, mich haben 2 Fragen vom EasyStyle erreicht. Diese Fragen lauten, warum zockst du und wieso machst du YouTube-Videos? Die Frage, warum zockst du, hat mich auch zum Nachdenken angeregt und ich bin auf den Entschluss gekommen, es macht mir einfach enorm viel Spaß und ich liebe es, in einer Geschichte einzutauchen, die dieser Mann im echten Leben niemals begegnen wird, wie zum Beispiel Assassin's Creed oder auch Horrorspiele. Es ist einfach auch ein wunderbares Erlebnis, in andere Welten zu tauchen und dort ein wenig mitmischen zu können. Außerdem regen Spiele, wie man bekanntlich auch weiß, die Fantasie an. Die zweite Frage, warum ich YouTube-Videos mache, ist dagegen leichter zu erklären. Ich liebe es, Leute zu unterhalten, vor allem mit dem, was mir Spaß macht, nämlich das Spielen. Es ist schön zu sehen, dass anderen gefällt, was man da auf die Beine gestellt hat und produziert hat. Für mich ist YouTube allerdings nur ein Hobby, das ich auch immer pflegen und hegen werde, sodass ich nicht nur euch, sondern auch mir eine große Freude bereiten kann. So. Dann würde ich auch sagen, werden alle Fragen geklärt und damit verabschiede ich mich von euch. Bis dann, liebe Freunde. Und noch ein großes Dankeschön am EasyStyle für dieses super coole Community-Projekt. Aber nun wirklich, bis dann.